Los geht es nun mit dem, wenn ich mich irre, den 17. Teil des Let's Plays. Lass mich selbst das mal kurz aufbauen. Also jetzt hier das Haus eben modernisiert, erhöht. Lass erstmal die Welt mir nicht laden. Das stimmt mit der Welt im Moment nicht. Jahre fallen. Und dann generiert werden. Und das ist jetzt mal ein bisschen schlecht aussehen. Das Gehege ist ja jetzt auch schon wieder fertig. Das werden wir jetzt beide jetzt mal rausholen. Das ist jetzt am Vormittag. Zwei rausbekommen. Fertige Getreide weg machen wir. Also neu anpflanzen. Was? Das war fertig. Heute ist es wieder abends. Das ist kein Abend. Dieses Gehege werde ich umbauen. Ich stelle mal kurz mal die Hörner des Tutoriums runter. Wird die Welt auch neu geladen. Also ist hier fast alles fertig. Hier werde ich das ja alles, hier werde ich das ja wegmachen. Hier werde ich das mal einschalten. Der eine Dame muss noch fertig werden. Dann kann ich das Ackerland nämlich wegmachen. Jetzt habe ich noch ein paar mehr Samen. Der Ofen ist jetzt schon fertig. Mit 20 Glas hat er schon gebrannt. Ich muss 20 Glas machen kann. Und da ist ja die Tür. Hier ist so mit der Axt. Muss ich hier noch eine Spitzhacke. Spitzhacke möchte ich hier noch ein. Ich habe hier Pyramide gesehen. Ja, und wunderbar Aussicht auf die Pyramide da hinten. Ich möchte gerne noch irgendwie eine zweite Pyramide in der Gegend bauen.
war ich immer nicht perfekt. Die Glas. Glasfigur zur Neige. Man kann schon mal die Löcher graben, was tun soll. Weil ich so viel Cobblestone habe, ich da auch eine Pyramide rausbauen. Die soll eigentlich größer werden. Ah. Glas ist mir jetzt hineingegangen. Hier unten ist noch alles okay. Hier oben müssen die Blöcke. Mehr als die Blöcke. Drei jetzt. Wie brauche ich den überhaupt noch? Ich wollte jetzt Lagerraum verwenden. So kann ich das hier lassen. Gucken, wie es von draußen her aussieht. Da habe ich noch viel mehr Holz. Also viel mehr Holz. So viel Holz habe ich mir noch nicht. Weil wir müssen nämlich auf diesem Ding, möchte ich nämlich eine ganz hohe Säule raufbauen. Leitern brauche ich ja auch noch dafür. Leitern, dafür brauche ich ja die Crafting-Bank. Weil ich ja die Stöcke so verarbeiten muss. Leitern erstellen. Das reicht nicht mehr. Fällt ein. Sechs bleiben übrig. Eine hohe Säule bauen. Also eine Säule machen, dass hier ein Haus steht. Oder ich könnte Wände, Wände. Müssen wir noch mehr Leitungen dran? Ach, Leiter. Nein. Toll, ich komm da oben nicht mehr ran. Ich habe jetzt eine neue Idee gefunden. Wie ich das machen könnte und so. Von 3x3 Kasten innen bleiben. Natürlich ordentlich Holz aber auch hier. Lass das erstmal, weil
mit Wasser füllen möchte. Und nämlich dann von oben runterfallen kann. Damit ich oben drauf auf der Säule einfach runterspringen kann. Wasser hier einfach reinfüllen. Noch ein Block Loch. Das ist ein Wassersee. Schönes Konstrukt daran bauen. Und daran sollen Fackeln außen drin. So ein Adventel. Okay, und so eine Pyramide würde ich damit ja auch noch ausstatten. Erde. Wie kann ich das anders machen, als die Erde zu bauen? Kann ich noch ein bisschen höher. Ja, das geht nicht mehr. Geht mit zwei Blöcken nach unten. Ein Holzplankenstack ist aufgegangen. Auch wenn wir schon kennzeichnen, auch mehr Holz. Einen Block freilassen, auch einen Block freilassen. Markiere das Haus. Also das ist ein bisschen hier das Haus hier zu modernisieren. Diesen Lavasee, was ich auch nicht wirklich verwenden soll. Lavasee. Den Eimer voll Lava können wir noch nicht anfangen. Ja, wir sind dabei. Und die Aufnahmezeit ist schon über 14 Minuten. Soll ich noch irgendwas in die Truhe packen? Leder, Bruchstein, eine Bruchstein. Die Erde könnte ich verbrauchen. Und dann brauche ich nicht Äpfel, brauche ich nicht, brauche ich alles nicht. Truhe, Kompass, Holz, Schwert, brauche ich auch nicht. Orchideen brauche ich auch nicht. Ich brauche noch mehr Spitzhacken. Ich muss erstmal zwei Spitzhacken machen. Und ich muss auch unbedingt ein Holz ran. Das werde ich eigentlich im nächsten Part machen. Bis dann, viel Spaß.